Da ist es. Angst überwinden auf der Suche nach der inneren Ruhe. Ja, Angst. Angsthase, Pfeffernase. Kennt ihr wahrscheinlich. Ich habe mal im Internet gegoogelt. Irgendwie findet man da nichts so richtig. So geflügeltes Wort. Wir lächeln und das habt ihr gemacht gerade, aber irgendwie sind wir alle solche Angsthasen, glaube ich. Wenn ich euch jetzt frage, vor was ihr alles Angst habt, vor was ihr euch vielleicht ängstigt, kommt da eine ganze Liste bei raus. Davon bin ich überzeugt. Und es hat nichts mit dem Alter zu tun, egal wie alt du bist. Ob du ein Kind bist, ob du ein fortgeschrittenes Alter hast, Angst ist allgegenwärtig und das betrifft jeden von uns. Das ist völlig unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialer Schicht. Und ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, wenn ich euch jetzt fragen würde und würde euch das Mikrofon rumreichen und ihr würdet einer nach dem anderen erzählen, ihr würdet alle unterschiedliche Dinge erzählen, vor denen ihr euch vielleicht fürchtet. Wenn ihr vielleicht jetzt so blitzblatz gefragt wäret, fällt euch vielleicht nicht unbedingt was ein, aber wenn ihr mal ein bisschen genauer nachdenkt, dann kommt vielleicht das ein oder andere, wo ihr denkt, wo ihr sagt, damit habe ich ein Problem und das ängstigt mich auch, da fürchte ich mich davor. Es gibt einiges, ich habe mal ein paar Dinge zusammengezählt, das ist sicherlich nur repräsentativ, aber es gibt zum Beispiel die Angst im Dunkeln. Wer hat Angst im Dunkeln von euch? Ja, meldet sich keiner, aber na gut, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie du gerade innerlich, in welcher Verfassung du innerlich gerade bist. Ich hatte früher als Kind, kam darauf an, was ich im Fernsehen gesehen habe, Angst im Dunkeln oder keine Angst im Dunkeln. Also ich bin ja aus einem Elternhaus, was nicht mit der Bibel aufgewachsen ist und da hatten wir natürlich freie Fahrt in Richtung damaliger Medien, auch Fernseher und so weiter. Und da gab es bestimmte Filme, die ich schon gesehen habe in einem bestimmten Alter, die hätte ich nicht sehen sollen. So, die gingen so in die Richtung, ja, Gruselfilme. Und da habe ich Angst gehabt im Dunkeln danach. Da gab es einen Film, der hieß sich Gremlins. Weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Gibt es Teil 1 und 2, das war so Anfang der 90er Jahre. So, das ist jetzt total out, das guckt sich keiner mehr an, sowas. Aber damals hat das ausgereicht, da waren so kleine Plüschtiere, die haben sich verwandelt in kleine Monstergestalten und die haben dann ihr Unwesen getrieben. Und da habe ich geträumt nachts davon, das hätte ich lieber nicht sehen sollen und da hatte ich Angst gehabt im Dunkeln. Und ich habe in der Tat in den Schränken nachgeschaut, ob sich bei mir in meinem Schrank, in meinem Zimmer so ein Tierchen versteckt hält, um mich nachts zu drangsalieren. Ja, da habe ich einfach Angst gehabt. Im Dunkeln. Oder wer kennt das Nächste, wer kennt die Spinnenangst? Ja, Spinnenangst, da gibt es auch ganz viele und da könnte ich euch auch was erzählen aus meiner Kindheit. Wir waren im Wald und es war im Sommer, ich weiß nicht mehr, wo das war und auf einmal lief mir so eine größere Spinne über die Schulter und ich habe mich geschüttelt. Ich hatte Angst davor. Also wahrscheinlich ist die ganze Liste, die ich euch jetzt hier zeige, auf mich zutreffend. Ja. Okay, vielleicht kennst du das auch, Spinnenangst, aber ja, musst du eigentlich gar nicht, ein Tier, was Gott gemacht hat und was eigentlich wunderschön gemacht ist. Das dritte ist Höhenangst, habe ich auch, vielleicht du auch. Höhenangst, wenn ich auf die Leiter steige, ab einer bestimmten Sprosse wird es gefährlich. Ja, das ist also nicht bei so einer Höhe, aber wenn es dann in die Ecke des Saals hochgeht, kann ich nicht hochgehen, geht nicht, keine Chance. Kriegt mich keiner hoch in diese Ecke auf eine Leiter. Kennst du vielleicht auch Höhenangst oder auch Prüfungsangst. Wenn du vielleicht vor einer Abschlussprüfung stehst, in einer Ausbildung oder in der Schule, da geht das los. Das Herz fängt an zu schlagen, der Puls geht nach oben und du ängstigst dich. Du hast einfach Angst. Wie wird das werden? Hast du einen Blackout? Fällt dir das alles wieder ein, was du gelernt hast oder nicht? Versagensangst. Es ist so ein bisschen daran gekoppelt auch, dass man einfach den Ansprüchen nicht genügt und dass man versagt. Wenn es danach geht, sind wir alle Versager. Aber wie gut, dass wir wissen, dass Jesus Christus an uns keine Voraussetzungen an uns hegt, die wir erfüllen müssen, damit er uns annimmt.
Weil er hat alles für uns getan. Er ist für uns in den Riss getreten. Flugangst. Hat hier jemand von euch, wer ist im Flugzeug schon gesessen? Flugangst, ja? Es ist ähnlich Höhenangst. Du fragst dich, oh nein, wie kann das funktionieren? Dieses tonnenschwere Gebilde hebt gleich ab und ich sitze drin. Und was ist, wenn die Triebwerke ausfallen? Was ist, wenn ein Blitz einschlägt? Und so weiter. Ja, Flugangst. So, Verlustangst. Das haben oft Kinder, ich habe auch mal nachgefragt, Kinder haben oft Verlustangst in dem Sinne, dass sie Angst haben, dass die Eltern sterben. Sehr oft so, verbreitet. Oder auch die Angst vor Krankheit, die ist sehr verbreitet. Sie wird auch geschürt, die Angst vor Krankheit, dass man dieses und jenes bekommen kann. Ja, und eben dann die Angst vor einem Virus. Hatten wir ja gerade die letzten 3 Jahre, ist jetzt schon ein halbes Jahr wieder, haben wir fast vergessen, was da alles gewesen ist, aber da war Angst ein Mittel, um so richtig reinzuschlagen in die Bevölkerung und den Leuten Angst zu machen. Die Masken, der Abstand, das Impfen und so, das sind alles solche Nebenprodukte der Angst, die uns gemacht wurden. Und bis heute hält das an, dass Leute davor vor Corona Angst haben. Und ich kenne Leute, die bis heute nicht mehr in die Gesellschaft gehen oder immer noch nicht in die Gesellschaft gehen, aus Angst, sich immer noch anzustecken und daran irgendwie ganz schlimm zu sterben. Also das ist auch weit verbreitet. Oder Angst vor Einsamkeit. Kennst du das? Angst vor Einsamkeit? Das ist sehr weit verbreitet. Menschen sind einsam, die sind alleine. Sie haben eine Not damit, allein zu sein und allein zu bleiben. Und es geht sogar so weit, dass manche dieser Einsamkeit entfliehen wollen, indem sie, wenn sie abends ins Bett gehen, die ganze Zeit den Fernseher anlassen, damit irgendetwas dafür sorgt, damit das Gefühl da ist, nicht ganz allein zu sein, auch während des Schlafes. Ja, ich habe das von jemandem schon gehört. Früh der Fernseher an oder eigentlich gar nicht ausmachen, nur wenn derjenige die Wohnung verlässt. Ansonsten muss er an sein, auch nachts, damit man sich nicht so alleine fühlt. Diese Angst vor der Einsamkeit, die greift um sich in unserer Gesellschaft. Dann haben wir natürlich die Angst vor Krieg. Die Angst vor Krieg, die ist legitim. Sie ist da, bei vielen. Wenn du eine Umfrage startest, vor was haben sie am meisten Angst, wird wahrscheinlich das an erster Stelle mitkommen. Angst vor kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt. Und wir sehen das, es gab kaum eine Zeitepoche, wo es keinen Krieg auf dieser Erde gab. Die Tage, wo irgendwo auf der Erde Krieg war, irgendwo, egal wo, im Vergleich zu den Friedenstagen, wo komplett auf der ganzen Erde kein Kriegsherd gewesen ist, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und zwar die Zahl der Tage, wo Krieg irgendwo auf der Erde gewesen ist, ist riesengroß. Und die Zahl der Tage, wo auf der ganzen Erde nicht ein Land war, wo Krieg herrschte, war verschwindend gering. In der ganzen Geschichte rückwärts der Menschheit. Und Angst vor anderen Menschen. Man nennt das auch Menschenangst. Und ich glaube, dass diese ganze Liste irgendwie mehr oder weniger immer wieder auf uns zutrifft. Vielleicht sagst du, nein, mit dem einen oder anderen habe ich kein Problem, dafür mit dem anderen umso mehr, aber du wirst dich wahrscheinlich in dieser Liste wiederfinden. Und vorhin, als wir hier die Technik aufgebaut haben, war Magdi dabei gewesen, hat die Liste gesehen und sagt, Angst im Dunkeln habe ich, Spinnenangst habe ich, Höhenangst habe ich, Prüfungsangst, kannst du noch nichts anfangen damit, Versagensangst, naja, auch noch nicht so, Flugangst habe ich, Verlustangst habe ich, Angst vor Krankheit auch. Also wir haben das alles, es ist in uns drin irgendwo, vielleicht manchmal an den Rand gedrängt, aber die Sachen beschäftigen uns. Bevor wir einen Text aus der Bibel lesen, möchte ich dir noch sagen, dass Angst grundsätzlich nicht unbedingt etwas Verkehrtes ist. Also wenn du das Thema Angst jetzt vor dir siehst, dann ist es
nicht per se etwas Negatives. Angst ist eine Emotion, die von Gott in unser Wesen reingelegt wurde. Und Angst ist auch ein Schutzmechanismus. Vielleicht hast du schon mal davon was gehört. Das Beispiel, wenn du an eine Klippe herangehst, wenn du dich nach vorne beugst und sagst, oh, dort geht's ja 500 Meter in die Tiefe, in eine Schlucht, dann ist es die Angst, die dich davor abhält, an die Kante zu gehen und dort so ein bisschen zu wippen und zu spielen und zu schauen, was passiert. Da hast du eine Furcht davor. Das machst du nicht. Du stellst dich nicht an die Klippe, wo es hier 500 Meter runter geht und beugst dich und guckst mal, wie lange das aushältst, bis du das Gleichgewicht verlierst und nach vorne kippst. Das machst du nicht. Du hast einen Verstand und der Verstand sagt dir, nein, halte dich davon zurück, von dieser Kante, vor dieser Klippe. Das ist eine gesunde Furcht sozusagen, die du hast. Eine Angst, die dich davor zurückhält. Und da kannst du ganz viele Beispiele aus deinem Leben jetzt auch einfügen oder die könnten wir uns jetzt noch überlegen, die da genauso das gleiche Prinzip letztendlich beschreiben. Wir sind darauf angelegt, unser Leben zu schützen. Ja, der Mensch schützt sein Leben. Es ist ganz normal, es ist ganz natürlich, dass wir niemals waghalsig uns in Lebensgefahr begeben. Da geht das Adrenalin hoch. Da kommt die gesunde Furcht, die gesunde Angst, der Mechanismus zum Vorschein, dass wir das nicht machen. Also Angst ist nicht per se etwas Negatives. Aber es gibt eben verschiedene Ängste, die dich, wenn sie die Oberhand gewinnen über dein Leben, wirklich lähmen werden. Ja, zum Beispiel solche Dinge. Wenn du Versagensangst hast und du denkst, dass du überall nur ein Versager bist und nicht angenommen bist, dann wird dich das, wenn du das verinnerlichst, wird dich das lähmen für dein Leben. Du tust gar nichts mehr. Du wirst dich einfach nur noch zurückziehen und für dich bleiben. Oder andere Dinge. Ja? Wenn du Flugangst hast und du überwindest es nicht, dann wirst du in kein Flugzeug steigen. Gut, das wäre vielleicht der kleinste Preis, den du bezahlst und hast niemals mal einen schönen Urlaub am anderen Ende der Welt. Okay, das ist vielleicht verkraftbar, okay? Aber es gibt eben andere Sachen, die dich wirklich da einschnüren. Und gerade das Letzte, die Angst vor anderen Menschen, ist etwas, was uns wirklich einschnüren kann. Was uns völlig lahmlegt. Eine Angst, was andere Menschen über uns denken, eine Angst, was andere Menschen über uns sagen, eine Angst, wie andere Menschen mit uns umgehen könnten, eine Angst, wie andere Menschen zu uns stehen. Und von diesem Beispiel handelt unser Bibeltext heute, den wir uns anschauen wollen. Und zwar lesen wir den im Matthäusevangelium Kapitel 10, Vers 26 bis 33. Und diesen Abschnitt lese ich uns jetzt einmal vor und dann wollen wir uns ein paar Gedanken machen über das, was Jesus hier sagt. Könntest du noch die Seitenlampen anmachen? Die Seitenlampen hinten, Andreas? Sonst ist es mir wirklich zu dunkel hier vorne. Einfach bloß die Seitenlampen. Okay, super, das reicht. Das reicht, ja. Okay. Matthäus 10, 26, so fürchtet euch nun nicht vor ihnen, sagt Jesus. Ich sage euch auch gleich, wen ihr meint mit fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, was nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge.
Jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das ist der fortlaufende Abschnitt von diesem Mal. Ihr erinnert euch an letzten Monat, da ging es um den Abschnitt davor. Und da möchte ich ganz kurz noch was dazu sagen, bevor wir jetzt in diesen neuen Abschnitt reintauchen sozusagen. Man muss ihn eigentlich zweimal lesen, bis man das alles richtig so versteht. Ist ein bisschen undurchsichtig beim ersten Mal lesen, aber wir lassen den Bibelabschnitt jetzt mal hier dran. Ihr könnt also immer wieder auch dran schauen und gucken, was Jesus hier sagt. Erinnert ihr euch an letzten Monat? Dann war das Thema, wenn Hass regiert. Und wenn ich euch jetzt den Abschnitt davor einblenden würde, dann würde es sinngemäß dort drin heißen, dass Jesus seine Jünger aussendet, seine 12, und dass sie aufpassen sollten, mit welchen Menschen sie sich abgaben. Sie sollten sich hüten vor den Menschen. In Vers 26, also davor, Entschuldigung, Vers 17 davor, heißt es, hütet euch vor den Menschen. Das hat Jesus zu den 12 gesagt. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch Gerichten ausliefern, Synagogen überliefern und ihr werdet geschlagen werden. Ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet vor Gerichte gestellt werden, sie werden schlimme Sachen mit euch machen. Das heißt, Jesus sagte, hütet euch vor den Menschen. Ja, das ist also eine Grundaussage, die auch wir Christen ganz bewusst verinnerlichen sollen, nicht naiv zu sein, mit wem wir uns einlassen, sondern schlau zu sein, klug zu sein, weise zu sein. Denn Jesus sagt auch, werf die Perlen nicht vor die Säue, mach das nicht, sondern pass auf, mit wem du dich abgibst, mit wem du Verbindungen eingehst, mit wem du Beziehungen aufbaust, denn es kann unter Umständen sein, dass sie dich ans Messer liefern, dass sie dich verraten, dass sie nur so tun, als ob sie deine Freunde sind. Und da sagt Jesus, hütet euch davor. Das ist auch heute ganz wichtig. Bei allem, was wir tun, als Gemeinde, als einzelne Gläubige, wir sollen das Evangelium verbreiten, wir sollen zu den Menschen hingehen, natürlich. Aber trotzdem auch mit einem wachsamen Auge, wem wir vor uns haben, wen wir vor uns sehen, wem wir uns öffnen, wem wir was sagen und so weiter. Das ist wichtig. Jesus möchte, dass wir weise sind, nicht unweise. Und das ist das, was er ihnen auch mitgibt. Ja, also hütet euch vor den Menschen. Heute leben wir in einer Welt, die ist nicht einfach. Also vor 10 Jahren war es einfacher, vor 20 Jahren war es wahrscheinlich noch etwas einfacher. Heute leben wir in einer postfaktischen Welt, das bedeutet fortgeschrittene Welt, wo sich jeder seine eigene Wahrheit zurechtzimmert. Das ist eigentlich so übersetzt, postfaktisch, fortgeschrittene Wahrheit, die sich jeder selber macht. Also jeder entscheidet selbst, was für ihn gültig ist. Und damit wächst natürlich auch die Zahl der verschiedenen Ansichten. Das ist ja logisch, da gibt es nicht mehr das und das, sondern da gibt es 1000 Facetten. Und für den einen ist das die Wahrheit und für den anderen ist das Tausendste die Wahrheit und für alle anderen das dazwischen. Und es gibt eine sogenannte Cancel Culture. Das bedeutet, wir leben in einer Kultur, wo man, wenn man eine andere Meinung hat, abgekanzelt wird, wo man niedergemacht wird. Früher hat man gesagt, wir leben in friedlicher Koexistenz. Das bedeutet, du hast deine Meinung und ich habe meine Meinung und ich lasse dich mit deiner Meinung in Ruhe und in Frieden und du lässt mich bitte auch in Frieden mit meiner Meinung, mit meiner Sicht. Das war damals so. Heute ist das überhaupt nicht mehr gegeben. Heute ist es eher so, dass man sagt, diese Meinung, die ich habe, die ist richtig und die hast du gefälligst auch zu übernehmen, ansonsten kriegst du Ärger mit mir. Das ist heute. Da lässt man sich nicht mehr einfach so nebeneinander stehen, sondern da wird man abgekanzelt. Und das kannst du beobachten in unserer Gesellschaft, in der Politik, bei den Schauspielern oder in der Filmbranche, in der Musikbranche, überall. Wenn du nicht nach dem Mainstream gehst, wirst du niedergemacht. In den sozialen Netzwerken wirst du
niedergemacht, über dich werden Gerüchte gestreut, über dich werden Schimpfwörter ausgebreitet, du wirst als jemand beschrieben, der am äußersten rechten Rand steht und schon runtergefallen ist dort auf der rechten Seite, obwohl du gar nichts gesagt hast. Du hast einfach nur gesagt, ich sehe das anders, weil vielleicht die Bibel das so sagt, dass es nur Mann und Frau gibt. Zum Beispiel. Und schon merken wir, wie wir mittendrin sind in dieser Cancel Culture, in diesem abgekanzelt werden in unserer Kultur, wenn man nicht dem Mainstream folgt oder wenn man eben bestimmte Meinungen nicht hat, dann wird man nicht mehr stehen gelassen. In gewisser Weise gab es damals hier bei den Jüngern auch schon. Es herrschte eine religiöse Meinung. Und dann kommen die 12 Jünger und sagen, nur Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Jesus ist auferstanden. Und dann warst du am Rand. Am linken Rand oder rechten Rand spielt keine Rolle. Und du warst am Rand. Wurdest abgekanzelt. Also wir merken, so neu ist das nicht. Es nimmt nur überhand in der heutigen Zeit. Das gab es auch damals schon. Und die Gefahr war natürlich, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, was sie erwartet, dass sie eben nicht überall auf offene Ohren stoßen, sondern dass eine ganze Reihe Leute da sein werden, die sie dafür hassen werden, was sie sagen, die sie ablehnen werden für das, was sie meinen, die sie verfolgen werden für das, was sie glauben, die sie an Gerichte überliefern werden für das, was sie stehen, für das, was sie leben. Können wir uns vorstellen, dass die 12 vielleicht geneigt waren, sich zu ängstigen, Angst zu haben, vielleicht eine Angst zu entwickeln vor den Menschen, vor denen, was sie vielleicht erwarten könnte, wenn sie ganze Sache mit Jesus machen, wenn sie vielleicht auf der Straße ertappt werden und bezeichnet werden, hey, das ist doch auch jemand von den Jesus-Jüngern. Und die anderen stehen alle da und lachen die aus und winken mit den Händen ab oder geben einen Tritt. Das war ja alles real damals. Ist ja auch so passiert. Ja? Heute auch in vielen Ländern. Nur bei uns noch nicht. Kommt noch. Ganz sicher. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Können wir uns vorstellen, dass diese Leute, diese 12, dass die dann Angst hatten und dass Jesus hier zu denen sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. Hab keine Angst vor denen. Vor denen, die euch vielleicht Böses wollen. Braucht euch nicht zu fürchten vor denen. Das sagt er hier. Vers 26. Auch wenn sie euch angreifen, wenn sie euch ablehnen. Hab keine Angst vor ihnen. Hast du schon mal gehört, wie das jemand gesagt hat? Ach, du brauchst keine Angst haben. Also wenn ein Kind weint in der Nacht und kommt zu den Eltern, dann geht's zu den Eltern auf den Schoß und die Eltern, die trösten das Kind und sagen, komm, du brauchst keine Angst haben, die Mama ist ja da oder Papa ist ja da und dann ist die Angst auch weg, meistens zumindest, bis zum nächsten Mal. Aber bei solchen Dingen hier sieht das schon ein bisschen anders aus, wenn du damit zu tun hast. Wenn du Angst vor bestimmten Dingen hast, eben, ich komme nochmal auf die Liste zurück, wenn dich vielleicht ein paar Dinge hier beschäftigen, die du hier auf dieser Liste siehst, und du bist richtig drin dort in einer Sache, du zitterst richtig wie der Angsthase da drüben, du stehst richtig da im übertragenen Sinne und du hast Angst vor Versagen, vor Prüfung, vor Höhen, vor Spinnen, im Dunkeln, du hast Angst vor einer Krankheit. Wie begegnest du jemanden, der vor Corona so eine Todesangst gehabt hat? Haben wir zuhauf erlebt in den letzten 3 Jahren. Nützt das was, wenn du dem sagst, ach, brauchst du keine Angst haben? Das nützt eigentlich nichts. Das ist ein schwacher Trost. Das ist ein ganz schwacher Trost, wenn du so jemanden kommst, der Angst vor einer schlimmen Krankheit hat oder der vielleicht eine schlimme Krankheit hat und Angst hat, daran zu sterben, einfach nur zu sagen, ach komm, brauchst du keine Angst haben davor. Das ist ein ganz billiger Trost. Ganz schwacher Trost. Es muss also mehr geben. Es muss mehr geben, als nur so ein billiges Zurufen.
Ach komm, das wird schon wieder. Das ist übrigens eines der dümmsten Sätze, die man zu jemandem sagen kann, der in einer großen Notsituation ist, einfach zu sagen, ach komm, das wird schon wieder, alles gut. Ja, das ist ein ganz billiges Trostpflaster, was man jemandem sagen kann. Eigentlich zeugt es nur davon, dass man sich mit dem Leid des anderen überhaupt nicht auseinandersetzen will und seine Ruhe haben will, wenn man dem sowas sagt. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. Und er sagt es nicht einfach so, sondern er sieht ins Herz der 12 Jünger rein. Er sieht ihre Bedenken, er sieht ihre Ängste. Und er sieht auch genauso deine Ängste, deine Befürchtungen, die du hast. Angst vor dem Morgen, Angst vor der Zukunft. Wie soll es weitergehen in unserem Land? Was ist, wenn alles nichts mehr, keinen Wert mehr hat, irgendwas? Wenn das Haus weggenommen wird? Das sind ja die Ängste, die Leute umtreibt. Mit der ganzen Klimageschichte, mit Heizungsumbau. Kann ich überhaupt nicht bezahlen? Wie soll das gehen? Ich habe Angst davor. Das hört man ja auf der Straße. Wie reagieren wir? Wie reagiert Jesus? Ja, es ist oft leicht gesagt zu sagen, hab keine Angst. Du brauchst keine Angst haben vor Dunkelheit. Du brauchst keine Angst haben vor Krankheit. Du brauchst keine Angst haben vor Einsamkeit. Du brauchst keine Angst haben vor der Prüfung, die morgen kommt. Ja, du hast gut reden, du musst dort ja nicht hin. Und du hast gut reden, du bist ja gesund. Und du hast gut reden, du hast ja keine Höhenangst. Und du bist auch nicht einsam. Also wir merken, da muss mehr sein als dieses Pflaster drauf, hab keine Angst. Denn derjenige sagt dir glatt ins Gesicht, natürlich brauche ich keine Angst, aber ich habe sie nun mal. Kennt ihr den Ausspruch, fürchte dich nicht? Hier steht, so fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Kennt ihr den biblischen Ausspruch, fürchte dich nicht? Ja. Dieser Satz, diese Aufforderung, fürchte dich nicht, die ist über 60 Mal in der Bibel zu finden. Das ist viel im Verhältnis zu anderen Aussagen. Warum ist fürchte dich nicht so viel in der Bibel vertreten, wenn es zu Menschen gesprochen ist? Es wird ja nicht zu Gott gesprochen oder zu Bäumen oder so. Es ist ja mal ein Mensch, die Adresse dieses Satzes. Fürchte dich nicht. Warum? Warum so oft? Weil Gott weiß, wie schnell wir uns fürchten, wie schnell wir uns ängstigen. Und deswegen ist es auch so oft, durch die ganze Bibel durch, von Anfang bis Ende, findest du diesen Ausspruch, fürchte dich nicht. Du findest die bekannten Stellen im Propheten Jesaja, du findest dort, wie Gott sein Volk ruft und sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und du findest es im Neuen Testament, wie Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Vertraue mir. Das heißt, du findest das immer wieder durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Und es will uns etwas Wichtiges sagen, dass wir einfach anfällig sind, alle Mann, für Furcht und ängstliche Gedanken. Wir sind durch die Bank weg alle anfällig dafür. Und wenn du noch so eine harte Schale hast, der weiche Kern ist trotzdem da. Wir merken das manchmal in Seelsorgegesprächen, wenn da jemand da ist, der so einen kräftigen Eindruck macht, oder an dem kommt man gar nicht ran und der hat alles im Griff, aber wenn er dann zulässt und mal Fragen beantwortet, dann kommt sowas dann auch zum Vorschein. Und haben selbst die härtesten Kerle, die haben Angst vor bestimmten Dingen. Und weil das so ist, spricht die Bibel das immer wieder an. Das heißt, wir sind also in großer Gesellschaft mit den biblischen Personen, zu denen das auch gesagt wurde, immer wieder. Und die Begründung ist äußerst interessant. Jesus sagt, dass alles registriert wird, also hier in unserem Text, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird, und es ist nichts verborgen, was nicht erfahren wird. Es geht um die Verfolgung der Jünger, es geht um das Angstgemache der Gegner der Jünger. Das ist alles offenbar vor Gott, alles ist vor ihm sichtbar, als ob es ist wie ein aufgeschlagenes Buch vor ihm alles. Ja, vor Gott ist nichts unsichtbar. Vieles wird
auf den ersten Blick gar nicht gesehen. Aber sei gewiss, all das, was dich umtreibt in deinem Herzen, wovor du dich fürchtest, wovor du Angst hast, ist vor Gott sichtbar. Er weiß das. Und deswegen kann und will er dir in deiner Furcht und Angst auch begegnen. Und er kann es auch, weil er in der Lage ist dazu, weil er sich voll einversetzen kann, weil er es eben weiß. Vieles rauscht an uns gegenseitig vorbei, aber bei Gott nicht. Und genau das ist es, was Jesus seinen 12 Jüngern, seinen Nachfolgern hier aufzeigen will. Es gibt einen lebendigen Gott, der alles registriert, der alles sieht, der auch in das Verborgene hineinschaut, in deine Ängste und das zur Kenntnis nimmt. Und nicht nur das, sondern der sich dessen annimmt. Ich weiß nicht, vor was oder vor wem du dich gerade vielleicht fürchtest oder zurückgezogen hast oder ängstigt, aber sei gewiss, Jesus, dein Herr und Erlöser, er sieht das, er weiß das und er will dir tröstend zu Hilfe eilen, wie den Jüngern hier. Und er sagt noch was anderes, das wird in diesem Text hier deutlich. Es gibt einen lebendigen Gott, der alles sieht, der alles weiß, vor dem man sich dadurch auch nicht verstecken kann, vor dem man nicht fliehen kann, vor dem alles in deinem Leben sichtbar ist. Und Jesus sagt, diesen gilt es zu fürchten. Diesen gilt es zu fürchten. Schaut mal in Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, also vor den Menschen sozusagen. Hier kannst du auch mal deine Angst jetzt einsetzen, die du hast. Fürchte dich nicht vor den Menschen oder vor diesen Dingen, die du vielleicht gerade jetzt innerlich bewegst, wo du dich fürchtest und wo du Angst hast davor. Fürchte dich nicht davor. Denn all diese Dinge haben maximal die Möglichkeit, dir das Leben zu nehmen. Wenn du Flugangst hast, ist es maximal, was passieren kann, das Flugzeug stürzt ab und du bist tot. Wenn du Menschenangst hast, ist es maximal, was passieren kann, dass die Menschen dich töten für deinen Glauben. Das Maximale. Da sagen wir, das ist natürlich der Super-GAU. Aber bei Gott ist es nicht der Super-GAU. Für uns ja, aus menschlicher Sicht. Aber vor Gott gilt was anderes. Er sagt, fürchtet nicht die Menschen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Darauf legt Jesus hier den Finger. Das ist die Wunde, in die Jesus hier den Finger legt bei seinen 12 Freunden, bei seinen 12 Jüngern. Ja, was ist das Schlimmste, was dir ein Mensch anhaben kann? Das Allerschlimmste. Er kann dich umbringen. Er schubst dich die Klippe runter oder er tötet dich auf andere Art und Weise, was wir leider auch immer mehr in unserem Land jetzt sehen, was passiert. Die Nachrichten häufen sich ja, die überschlagen sich ja mit Ereignissen, dass die Leute sich gegenseitig umbringen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, was ein Mensch einem anderen antun kann. Und das ist gleichzeitig auch das Schlimmste, was dir widerfahren kann. Und dir das Leben nehmen. Das heißt also, die Dinge, vor denen wir uns fürchten, mal abgesehen von einer kleinen Spinne jetzt, oder von einer vermasselten Prüfung, aber es gibt eben auch andere Dinge, eben wie Krankheit oder Unfall oder Krieg. All diese Dinge, die können uns maximal das Leben nehmen. Aber es gibt jemanden, der über dem Leben steht, und das macht dieser Vers hier deutlich. Es gibt jemanden, der in dessen Hand ist unsere Seele, unser wirkliches Leben, unsere Seele und unser Leib. Unsere Seele ist nicht in der Hand eines anderen Menschen. In der Hand eines anderen Menschen ist maximal mein Leib. Aber in der Hand eines anderen Menschen ist niemals meine Seele. Aber in Gottes Hand ist meine Seele. Und er hat die Macht, mit meiner Seele,
dem nicht-materiellen Teil plus dem materiellen Teil, das, die Summe nennt man dann Mensch, kann er verfahren, wie er möchte und kann und wird diejenigen aussondern und der Hölle übergeben, die ihr Leben nicht in seine Hand gelegt haben. Und darauf legt Jesus den Wert hier. Das heißt, die Lösung, um die Ängste zu besiegen in deinem Leben, die liegt darin, dass du lernst, dass ich lerne, Gott zu fürchten. Gott zu fürchten. Das ist das Rezept, wie du deine Ängste, wie sie auch heißen mögen, ablegen kannst. Und auf diesem Rezept steht Gottes Furcht. Und jetzt möchte ich auch erklären, was der Unterschied ist zwischen Angst und Furcht. Es heißt nicht Gottes Angst, es heißt Gottes Furcht. Angst bedeutet, ich habe Angst vor Gefahr, vor Strafe, vor Krankheit, vor Tod, vor was auch immer. Ja? Ich ängstige mich. Da ist eine ganz große Gefahr, die ich wahrnehme, ob sie nun da ist oder nicht. Aber die ist da, in meinen Augen, in meinem Herzen. Und sie droht mich zu verschlingen. Das ist Angst. Und die Bibel sagt, dass der Glaube an Jesus Christus diese Angst austreibt und zur Gottesfurcht führt. Was ist Gottesfurcht? Da könnte man viel drüber sagen, aber nur mal zusammengefasst, Gottesfurcht ist eine hohe Sicht von Gott. Wenn du vor Dingen oder vor Menschen Angst hast, wie die Jünger hier vor der Verfolgung, dann bedeutet das, du hast eine hohe Sicht von Menschen. Du achtest sehr darauf, was sie dir antun könnten. Und dann fürchtest du sie. Und die Furcht Gottes besagt etwas anderes. Du hast eine hohe Sicht von Gott. Ehrfurcht. Keine Angst. Du brauchst, wenn du mit Gott versöhnt bist durch das Blut von Jesus Christus, brauchst du vor ihm keine Angst zu haben. Das möchte ich dir heute sagen. Wenn du versöhnt bist durch das Kreuz von Golgatha, brauchst du vor dem lebendigen Gott keine Angst zu haben. Brauchst du nicht mehr. Er ist dein liebender Vater geworden, der dir all deine Schuld vergeben hat. Du brauchst keine Angst mehr vor Strafe zu haben, weil die Strafe am Kreuz auf dem Sohn gelegen hat. Auf Jesus. Aber du sollst, wenn du ihm vertraust, eine Furcht entwickeln vor ihm. Das heißt, eine Scheu, etwas zu tun, was ihm nicht gefällt. Du liest in der Bibel verschiedene Dinge über dein Leben und du möchtest dein praktisches Leben dem anpassen. Ich möchte so leben, wie die Bibel das sagt. Und das nennt man gottesfürchtiges Leben. Das heißt, Gottesfurcht ist eine Scheu. Du hast eine Zurückhaltung, etwas zu tun, wo du weißt, das gefällt meinem Herrn nicht. Das nennt man Gottesfurcht. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, die Furcht Gottes bedeutet, das Böse zu hassen. Du hasst das, was Gott hasst und du liebst das, was Gott liebt. Das ist Gottesfurcht. Gottesfurcht ist nichts irgendwie Abstraktes, Undefinierbares, sonst was. Es ist ganz einfach. Gottesfurcht bedeutet, das Böse zu hassen. Sprüche 8, Vers 13. Der Maßstab ist die Heilige Schrift. Sie unterscheidet zwischen Gut und Böse. Was die Bibel als gut bezeichnet, liebst du. Und was die Bibel als böse bezeichnet, hasst du. Das ist Gottesfurcht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das ist das, wo Jesus Christus uns hinführen will. Und wisst ihr, dass das Faszinierende ist? Wenn wir lernen, Gott zu fürchten, ihn immer mehr kennenzulernen, in seiner Größe, in seiner Schönheit, in seiner Erhabenheit, in seiner Barmherzigkeit, Heiligkeit, in seiner Gnade, in seiner Allmacht, in seiner Allgegenwärtigkeit, Allwissenheit, in seiner Treue, Fürsorge und. Je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr wirst du wachsen in der Furcht. Und je mehr wird deine Angst abnehmen in deinem Leben, egal welche das ist. Deine Angst wird abnehmen. Glaub's mir, ich weiß, wovon ich rede. Je mehr du wächst in der Gottesfurcht, ist ja auch logisch, desto mehr wird die Angst in dir verkümmern, weil du weißt, ich bin nicht
irgendetwas einfach nur ausgeliefert. Und wenn es das dunkel ist im Wald in der Nacht, ich weiß, mein Herr ist dabei, er sieht das, er weiß es, ich fürchte ihn und dann, so kann mir nichts passieren, was er nicht zulässt. Das gilt für jeden Bereich meines Lebens, für jede Angst, die mich vielleicht umtreiben kann, gilt diese Wahrheit. Jesus steht drüber, souverän, alleinherrschend und er bestimmt, was gut und richtig ist für mein Leben. Und wenn ich das weiß, brauche ich keine Angst zu haben. Natürlich wird es immer wieder kommen und wird sich anschleichen. Aber es wird abgelegt werden. Mehr und mehr wirst du es ablegen können. Nimm deine Angst, den Rucksack deiner Angst und geh damit oder fahr damit mit dem Fahrrad, um beim Bild zu bleiben, geh damit zu dem Herrn hin, geh zu Jesus Christus und erkenne immer mehr, wer er ist und wachse damit in der Gottesfurcht. Glaub's mir, es ist wirklich so. Du wirst es ablegen können, die Ängste, Schritt für Schritt, manches dauert lange, manches dauert jahrelang. Manches, was sich eingebrannt hat in deine Seele, dauert genauso viele Jahre, bis es weg ist, aber es wird weniger werden. Glaub's mir, weil die Bibel das so sagt. Schaut, und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, etwas schlecht zu lesen hier, in der Welt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, wenn du Angst hast, hast du keinen Frieden. Aber wenn du Frieden hast, ist die Angst weg. Es ist ein Gegensatz, Angst und Frieden. Und dann sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Als Jesus im Garten Gethsemane Blut schwitzte, war das Angst. Und er hat die Angst überwunden auf Golgatha. Und deswegen kannst du sie auch überwinden. Ich habe hier ein wunderbares Zitat von diesem Mann, vielleicht kennt ihr den, Charles Spurgeon. Er wurde der Predigerfürst genannt und er hat gesagt, die Furcht Gottes ist der Tod für jede andere Befürchtung. Wie ein starker Löwe jagt sie alle anderen Ängste vor sich her. Kannst du dir wirklich so bildhaft vorstellen? Du lässt es zu, dass die Gottesfurcht in dir wächst und sie wird die anderen Ängste davonjagen. Vor was ängstigst du dich gerade? Vor was ängstigst du dich? Ich möchte abschließen mit einem kurzen Zeugnis von mir. Als Kind musste ich miterleben, wie Krebs im engsten Familienkreis eine relativ große Rolle gespielt hat. Zwei enge Freunde der Familie starben daran. Eine Frau mit 40 und ein Mann mit etwa 25. Es war jeweils eine enge Arbeitskollegin und Freundin meiner Mutter und ein Kollege und Mitarbeiter meines Vaters, die auch einen sehr engen Kontakt zur Familie jeweils pflegten. Das heißt, uns als Kinder waren diese beiden Leute ja nicht fremd, sondern wohlbekannt. Und beide starben an der gleichen Krankheit. Die eine mit 40, der andere mit 25. Das hatte zur Folge, dass sich in mir damals etwas eingebrannt hatte, nämlich eine tiefe Angst vor dieser Krankheit. Eine tiefe Angst, diese Krankheit zu bekommen und möglichst bald daran zu sterben. Oder wahrscheinlichst bald daran zu sterben. Das waren Zeiten, die nicht schön waren und ich hatte auch manchmal regelrecht panische Angst davor, das zu bekommen, wenn ich mich damit beschäftigt hatte. Und dann hatte ich ein nächtliches Erlebnis gehabt, wo ich schon bekehrt war, also wo Jesus schon mein Herr gewesen ist. Es war eine Nacht, wo ich wieder aufgeschreckt bin, weil mich diese Angst heimgesucht hat und förmlich attackiert hat. Und in dieser Nacht habe ich zu Jesus geschrien und habe gebetet, Herr, hilf mir in meiner Angst. Und dann gibt mir der Herr in dieser Nacht Psalm 91. Und ich habe das gelesen und dort steht Psalm 91, Vers 1, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue.
Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers, vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, der in mir etwas Einzigartiges bewirkt hat dann, nachdem ich es gelesen hatte. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Dieses Wort hat Gott mir in dieser Nacht gegeben. Und seit diesem Moment war diese Angst, die mich manchmal attackiert hat, wie weggeblasen. Sie ist nie mehr wiedergekommen. Sie war ein für alle Mal weg. Deswegen weiß ich, wovon ich rede, wenn ich dir sage, dass du mit Ängsten, egal was es ist, zu Jesus Christus kommen kannst und sollst und die Furcht Gottes in deinem Herzen Raum gewinnen lässt, dann wird sich das nicht sofort in Luft auflösen, aber es wird das eine das andere ablösen. Du wirst Gottesfurcht erleben in deinem Leben und du wirst erkennen, wie Gott nahe ist, die verzagten Herzens sind und die dich und der ich letztendlich dort durchführt. Komm mit deiner Angst zu Jesus. Da möchte ich dich ermutigen. Jetzt, heute Nachmittag, komm zu ihm. Ich möchte gerne beten jetzt. Und du kannst einfach still beten, mitbeten. Wenn dir es auf dem Herzen liegt, bete dein eigenes Gebet oder bete einfach das mit, was ich bete. Und ja, wollen wir still sein jetzt. Herr Jesus, ich möchte dir danken.